Okay, sind wir fertig? Passt ja, alles? Ja. Haben wir's. Aber Jungs, ich brauche aber noch ein Thumbnail. Ich brauche noch ein Foto. Foto? Was willst du denn? Ja, mit dem halt einen Teller in der Hand habe oder irgendwie was Schönes, Cooles so. Was Cooles? Ja, was machen wir denn heute? Eine Idee? Hey, Jungs, ich habe eine Idee. Wir bewerfen Joanna mit TikToks. Quatsch. Ja doch. Echt? Ehrlich. Ach komm, naja. Ja, na ja, Mann, es ist eine super Idee, pass auf, du hältst das Ding hier so fest. Okay. Ihr seid echt gemein. Yeah. Ihr beschmeißt mich jetzt echt mit TikToks, das gibt's ja gar nicht. Grüße euch herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's und heute gibt es ein ganz tolles Dessert. Das gibt's so, glaube ich, noch gar nicht, weil ich habe zumindest gesucht, ich habe es nicht gefunden. Denn das ist der Geschmack der Kindheit. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Also wenn ich ein Tic Tac esse, bin ich ungefähr noch mal 10. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann man nicht den Geschmack der Kindheit in ein Dessert verpacken? Und habe mir überlegt, dass ich ein Panna Cotta mit Tic Tac Geschmack kreiere. Und ja, das habe ich dann auch getan und ich wollte meine Freundin nämlich überraschen, weil ich mir gedacht habe, so ein Geschmack von der Kindheit und so Tic Tac, das kennt man ja eigentlich nur vom Tic Tac. Also verpacke ich es in ein Panna Cotta und überrasche sie. Und es hat wirklich geklappt. Ja, ich finde es wirklich toll und es schmeckt auch so. Und ich verrate euch gern, wie ihr dieses tolle Dessert auch machen könnt und wie ihr eure Freunde mal überrascht und mal in die Kindheit zurückholt. Ja, nach einem kleinen Intro verrate ich euch, was wir außer den Tic Tacs noch alles für Zutaten brauchen. Die Zutaten für unser leckeres Tic-Tac-Panna-Cotta habe ich hier schon mal vorbereitet. Und zwar brauchen wir für ca. 2 bis 3 Personen 200 ml Schlagsahne, 45 kleine Tic-Tacs, die habe ich hier schon mal für euch in der kleinen Schale abgezählt. Dann brauchen wir etwas Zucker, und zwar 4 Würfelzucker oder 4 Teelöffel Zucker. Dann habe ich hier ein paar Baiser-Plättchen gemacht. Und zwar, ihr seht schon, die sind sehr, sehr dünn, weil da ist auch das Baiser sehr, sehr dünn. Und wie man Baiser macht, das verlinke ich euch nochmal hier oben und auch unten in der Infobox. Denn wir haben ja kürzlich erst einen Johannisbeer-Baiser-Kuchen gemacht. Hier ist das Baiser eben etwas dünner. Das heißt, ihr müsst dann etwas mehr Zucker dazugeben und etwas länger rühren. Dann wird das Baiser etwas dünner und lässt sich sehr schön auf so eine Makaronsmatte ausstreichen bzw. abfüllen und dann kriegt man so kleine, schöne, dünne Blättchen. Wenn das Baiser dann dick ist und fest und zäh, dann kann man schöne Hütchen machen, so wie wir sie damals auch auf unserem Johannisbeerkuchen gemacht haben. Ja, dann brauchen wir weiterhin noch ein paar, 2 Stück an der Zahl, Gelatineblätter. Dann habe ich hier eine Erdbeersoße, das ist eine Eissoße, die ist von der Konsistenz recht gut geeignet. Dann habe ich unsere Orangensoße, die haben wir ja erst kürzlich selbst gemacht. Die schmeckt auch sehr, sehr lecker. Die verlinke ich euch auch noch mal hier oben und auch noch mal unten in der Infobox. Also ihr könnt das Video jetzt schon auf jeden Fall auch weiterschauen und dann später noch mal die Orangensoße genau anschauen, wie man die herstellt. Dann habe ich hier in dem Becher meine Papiermuffinförmchen. Und zwar habe ich einmal große und einmal kleine genommen. Da füllen wir dann später das Tic-Tac-Panna-Cotta nämlich ab. Und dann bekommt es eine sehr schöne Form, weil dadurch kriegt es eben eine Stabilität, weil es in diesem Becher ist und sitzt da ziemlich fest. Hier das kleinere in einer Espresso-Tasse. Und ja, dann noch ein paar von diesen Zartbitter-Schokoraspeln und ein bisschen Pfefferminzblätter zum Dekorieren später. Und dann brauche ich noch mein Backdrehen.
Backtrennspray. Wo ist denn mein Backtrennspray? Habe ich im Keller irgendwo gesehen? Oh weh, da muss ich jetzt noch mal in den Keller, oder? Weil ich hab's hier nicht. Also ich muss dann noch mal schnell in den Keller. Bis gleich. Ist ja nett. Wo ist denn mein Backtrennspray? Hier schaut's aus. Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott. Aua! Oh, Himmels Willen! Wahnsinn! Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir müssen mal den Keller aufräumen. Das gibt's ja nicht, was da alles so rumliegt. Ein Saustall! Ah, da ist es! Ich hab es! Ha! Da ist mein Backtrennspray. Wer ist denn das? Kenn ich die? Ah ja, das ist ja die Sally. Ja, genau, das ist die Sally. Die ist ja richtig nett und die macht ganz, ganz viele tolle Sachen. Und danke für dieses tolle Backtrennspray, denn das brauchen wir natürlich jetzt auch. Und zwar müssen wir das hier einsprühen, damit unser Panna Cotta sich später schön rauslösen lässt. So, dann haben wir jetzt soweit alles und dann können wir schon gleich loslegen. Und unser Panna Cotta, weil es heißt ja Panna Cotta, heißt ja gekochte Sahne, dann am Herd vorbereiten. Bis gleich! So, jetzt beginnen wir dann die Panna Cotta zu kochen. Dazu muss ich als erstes die Sahne in den Topf geben und dann müssen wir die Tic Tacs auflösen. Dann meine 45 Tic Tacs. Dann haben wir die 4 Würfelzucker oder eben 4 Teelöffel, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. So, und dann heißt es, kräftig umrühren. Jetzt brauche ich dann natürlich wieder wie immer mal einen Löffel. So, und dann heißt es schön umrühren und warten. Weil es dauert jetzt ein bisschen, bis die Tic Tacs sich aufgelöst haben. Aber es ist eben ganz wichtig für den Geschmack des Panna Cotta, dass ihr auch wirklich wartet, bis sich alle aufgelöst haben. Jetzt haben sich die Tic Tacs komplett aufgelöst und man sieht auch schon an der Konsistenz von der Sahne, dass sie etwas dicker geworden ist, dadurch, dass eben jetzt da der Zucker drin ist, auch von den Tic Tacs natürlich. Und dann nehmen wir es jetzt mal von der heißen Platte etwas runter. Das heißt, ich habe es jetzt hier mal ausgemacht. Und dann geben wir noch unsere Gelatine mit hinein. Die habe ich vorhin mit etwas Wasser aufgeweicht, aufgelöst. Die kann ich jetzt hier einfach aus dem Wasser rausnehmen, bisschen ausdrücken. Und dann geben wir sie mit in den Topf und verrühren es halt jetzt dann miteinander wieder. Und dann sieht man schön, wie sich das hier auflöst. Die darf auch nicht kochen. So, und jetzt löst sich die Gelatine in der Sahne. Ja, und dann ist dann die Panna Cotta oder das Tic Tac. Wie heißt das jetzt eigentlich? Das Panna Cotta, ne? Der Panna Cotta nicht, die auch nicht. Das Tic Tac Panna Cotta ist jetzt dann fertig zum Abfüllen. So, und in die zwei Gefäße haben wir ja jetzt schon die Muffinförmchen aus Papier reingelegt. Da können wir jetzt dann das Panna Cotta abfüllen. Vorher muss noch ein bisschen Backtrennspray rein, dass wir sie später auch besser auslösen können. So, ich habe jetzt dann die Flüssigkeit bis zum Rand oben hin abgefüllt. Und jetzt muss dann das Ganze so circa mindestens 3 Stunden ungefähr in den Kühlschrank. Und dann können wir es herausnehmen und servieren. Ja, unser Panna Cotta war jetzt 3 Stunden im Kühlschrank mindestens. Am besten wären sogar 6 Stunden, dass es so richtig schön fest werden kann. Und jetzt können wir es dann anrichten auf dem Teller. Das heißt, wir müssen es jetzt erst einmal aus Becher und Tasse befreien. Und dann werde ich den Teller ein bisschen hübsch anrichten. Und zwar habe ich mir hier die Erdbeersoße in einen kleinen Beutel abgefüllt und vorne
ganz, ganz bisschen bloß angeschnitten. Ich zeige euch das mal hier, also fast gar nicht, dass eben ein ganz, ganz dünner Strich zum Malen funktioniert. Und dann habe ich hier meine Orangensoße, die wir letzte Woche gemacht haben. Das verlinke ich euch nochmal hier oben und auch unten in der Infobox, wie ihr die dann herrichten könnt selbst. Es geht ganz schnell und schmeckt super lecker zu diesem Tic-Tac-Panna Cotta. Ja, ein paar Baiserblättchen habe ich auch noch vorbereitet. Dazu wäre noch eins zu sagen, die könnt ihr natürlich dann auch, währenddessen ihr die herstellt, mit einem kleinen Tropfen Orangenöl oder Orangenaroma in dem Fall auch versehen. Dann schmeckt es auch noch mal ein bisschen sehr nach Orange und gibt auch noch mal ein extra Orangenaroma. Passt natürlich jetzt auch wieder zu unseren Tic-Tac-Panna Cotta. Ja, und dann etwas schwarze Zartbitterschokolade. Ja, ein paar so Krümelchen davon geben wir auch noch mit auf den Teller, weil Zartbitterschokolade und Orange ist auch immer eine sehr, sehr angenehme und schöne, erfrischende Kombination. Ja, dann wollen wir mal loslegen und richten dann das Panna Cotta recht hübsch auf unserem Teller an. Und so sieht unser Tic-Tac-Panna Cotta jetzt fertig angerichtet auf dem Teller aus. Und was sagt ihr, wie gefällt's euch? Ist doch ganz hübsch, wenn man mit so ein bisschen Farben malt, die Soßen, unsere Orangensoße und unsere Erdbeersoße, ein bisschen Pfefferminz, Schokolade und Baiser. Und schon ist ein tolles Dessert fertig. Und damit könnt ihr bestimmt bei euren Freunden punkten. Denn der Tic-Tac oder das Tic-Tac ist doch irgendwie schon der Geschmack der Kindheit, oder? Wie ist es bei euch? Ich weiß es nicht. Gibt es bei euch irgendeine Speise oder irgendetwas, was euch an eure Kindheit erinnert? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag um 20 Uhr zu einem neuen Rezept. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eure Joana. Ciao, ciao. Macht's gut.